Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Was? Lissy heißt eigentlich Tobi? Das Lissy wäre eine Frau. Geht ja schon gut los hier. Zum Liv-Streamer. Ich weiß gar nicht, ob ein Livestream immer noch zensiert wird, aber wahrscheinlich schon. Werden die, denke ich mal, nicht so leicht rausgedengelt haben. Falls ihr meine Erfahrung sieht, ja, das stimmt. Ich habe gestern einiges noch an Erfahrungspunkten gemacht. Ich glaube noch 200.000 oder so. Also 170.000 bestimmt. Mal sehen, ob wir es heute auch schaffen. Das Event ist nämlich cool. Dann aber erstmal hier unser Weizenvorrat und restliche Vorrat wieder aufladen. Der ging gestern ganz schön in die Brüche. Genau gepasst er mit dem Feuer. Habt ihr das gesehen? Wie Arsch auf Eimer. Passt das? Was, einen Sorbet brauchen wir noch. Scheiße. Okay, ist drin. Mal direkt zwei nach und hier. Machen wir dann direkt noch 40 Eis. Hier machen wir Sahne. Nur 3 Minuten hätte ich gehabt. Ach, komm schon. Was ist denn jetzt los, Kerl? Lolli schreibt, hi, Livestream. Livestream sagt, hallo, Lolli. Machen wir erstmal braunen Zucker. Und dann weißen Zucker. Sollte so passen und reichen. Das habe ich nicht. So, Wolle haben wir. Ein Nagelpaket. Wie lange wird der Livestream gehen? Anderthalb bis 2 Stunden. Falls ihr euch das fragt. Aber wenn ihr noch auf YouTube schaut, dann wisst ihr das ja sowieso. Von daher. Eine kleine Info an die Live-Gucker. 3-mal Salz, das könnte ich eigentlich auch produzieren. Dann brauche ich nur eben. Nur mal gucken, ob die. Ah, scheiße, ich habe noch Soja. So, ja. Links drin. Generell ist es ja kein Problem. Salsa. Ja, 30 Diamantringe. Nice. Zweite Stelle. Ha, genau. Wieder gut im Klicken. Dann habe ich mich dran gewöhnt. Ich mache das jetzt nämlich immer so. Yay. Dankeschön. Komm, nehmen wir auch mal mit die Eisenbarren. Man weiß ja nie, was man noch braucht. Auf jeden Fall ein guter Tipp von Lolli, den die gemacht hat. Also wenn man sich ja diesen Hans Wurst da unten holt. Bolzen. Das kann man ja einmal kostenlos machen. Bolzen und Schraube. Ja, wie gesagt, wenn man sich den Hans Wurst da unten holt, dann kann man sich ja einmal Diamantring holen. Dann kriegt man ja Geld ohne Ende. Weil die kosten ja 9000. Aber es ist auch die Frage, ob man dann die Leistung von dem so ein bisschen verschwendet. Da hatte ich sogar schon Diamantringe, das passt ja. Ah, Butter brauche ich, scheiße. Freut mich, dass sie den Livestream guckt. Eine Butter. Oh, 10-mal. Man kann sie sonst wohin stecken. Das auch. Sommersalat, das brauche ich dafür nochmal. Muss ich jetzt eben nachgucken. Wo sind der überhaupt? War der hier? Ne, hier, oder? Ah doch. Okay, dann machen wir. 3-mal.
Meine Statistik, die füllt sich übrigens sehr. Ich habe schon einiges gefarmt in den 13 Tagen. Hallo XXX im Fabi XX. Da fehlt ein X hinten. Oh, Lolli hat noch mehr. Das ist eine Ankündigung. Entweder eine Drohung oder eine nette Ankündigung. Oh, hat schon reingetan. Hat noch mehr. Was? Okay. Jetzt geben sie mir alle Sachen. Das finde ich sehr nett. Weil das ist LKW-Event. Das hat mir ganz schön die Vorräte geraubt. War ganz schön heftig. Hinten oder vorne? Hinten oder vorne? Das ist immer die Frage. Okay. Wo bleibt der denn? Wo bleibt der denn? Ach so. Oh ja. Oh Junge. Fünfmal Cowboy Chips aus Wolle. Apfelkuchen und ja, machen wir mal Auflauf, je nachdem. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt dringend brauchen oder nicht. Sandsachen kann ich ihm von jedem 10 geben. Ich sammle dann mal ein bisschen. Axt und... Aufschreiben für unsere Statistik. Nur Axt, okay. Ja, dann. Haben wir 50-50 ungefähr. Pi mal Daumen. Aber Käse ist wichtiger, ja. So, 5er Packs. Oh. Warte mal. Habe ich von jedem 20 vielleicht? Nee. Ist ja blöd. Dann machen wir es einfach so. Ich hoffe, die sehen das. Holzhammer und dann machen wir Markierungswelle jetzt einmal 10 und einmal 3 und 4. Was ist denn? Dreh. Ah, halt! Halt, halt, halt! Mr. Bruno ist auch wieder da. Hallo! Kai hat einfach alles genommen.
Bitte Kai. Bitte Lolli. Ja, ich brauche die Dinger eh nicht mehr. Mein Schiff ist übrigens fertig. Ah, hast du die gestern Abend schon abschicken können? Ich Vollidiot. Total vergessen. So, machen wir mal hier. Kufu da. Und wir müssen auf Karotten warten. Ups. Ein Bolzen. Ja, ein Bolzen. Wir müssen gucken, ob wir noch Kaisern Schiff voll machen können. Komm, dann machen wir das einfach. Auch Wurst. Und hier noch ein bisschen Popcorn rein. Direkt nachproduzieren, nennt man sowas. Nachhaltigkeit auf der Heyday Farm. Brauchen Apfelsaft. Wir haben nur 84 Sägen. Das geht runter wie Butter. Und die habe ich auch nicht. Ich muss was erbitten. Genau, Kai. Ich vergesse das immer. Ups. Maifarm kriegt was. Lorule kriegt 2. So. Ja. Sojasauce ist jetzt mal dran. Du kriegst kein Bienenwachs, genau. Geh mal kacken. Kai produziert öfters mal Ziegenkäse für mich. Fragen wir einfach mal, ob er Ziegenkäse hat. So unterschwellig. Ziegenkäse ist eigentlich mal das, was ich am häufigsten nachfrage. Kai braucht jetzt. Ein Holzhammer, da haben wir doch schon wieder einen. Zack. Ja, die kriegt jetzt Mais. Machen wir direkt nochmal Mais hier. Machen wir auch direkt Karotten nochmal hier. Ich bin mal gespannt, ob gleich SDK mal nochmal reinkommt, weil heute wieder Fußball. Eigentlich muss ich auch mitspielen, aber ich habe gesagt, nein, ich mache einen Livestream. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe eine Ausrede einfallen lassen, weil die wissen ja nicht, dass ich Videos mache, weil ich möchte auch nicht, dass sie das wissen. Neues Update. Nicht, dass ich wüsste. Höchstens ein Fix fürs Update, aber ein neues Update. Nein. Wer ist Oscars Farm? Eine Axt. Zwei Äxte. Zwei Äxte, TNT, Spitzhacke. Zwei Äxte. TNT.
und Spitzhacke. Ja, wie gesagt, diese Statistik, die ich hier mache, die wird am Ende des Jahres, ne, am Anfang des nächsten Jahres aufgelöst. Axt. Backstein. Spitzhacke. Axt, zwei Backsteine. Axt, zwei Backsteine. Okay. Axt. Zwei Backsteine. Und zwei Spitzhacken. Spitzhacken sind ja dieses Ding, was man nicht beim Weizenfahren bekommt. Was ich richtig komisch finde. Landurkunde. Nagel. Okay, ja, schon wieder. Jetzt hat die Spitzhacke aber einen Lauf hier. Nochmal. Irgendwann muss man sie ja bekommen. Ich habe die ja nicht umsonst so viel. Bestimmt kommt die nur sonntags. Ich muss jetzt erst die Stadt machen, dann kann ich dir helfen, Lolli. Ich habe 6 Kirschen. Warte kurz. Wenn ich immer rausgehe, ist das immer ein bisschen kacke. Wie gesagt, immer in schnellste Haus tun. Strandcafé, Strandcafé, Kino, Strandcafé. Ups. Souvenirladen, Strandcafé. Ah, schon wieder Strandcafé. Dann gucken wir erstmal, ob wir einen rausschmeißen können. Schon ein Strandcafé, hier laden den Geschäft. Und jetzt holen wir uns Leute von Sanyo Farm. Passt genau. Keine Kiste von mir. Ach komm. Nimm's und stirb. Nimm es zu deinem Gedächtnis. Ich habe immer noch 0 Erdbeeren. Also ich finde einfach keine verdammten Erdbeeren. Ich muss gleich jetzt mal shoppen. Geht ja nicht, dass ich 0 Erdbeeren hab. Ist ja wohl eine Höhe. Vorräte. Kennt ihr Stronghold? Da sagen die auch immer. Die Vorräte neigen sich zu wie sagt er das denn? Die Vorräte. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die Vorräte neigen sich zu Neige, Sire. Oder Milord. Sagen sie auch immer gerne. Müssten mal El Bastardo sagen. Und sie ist da. Schreiben wir mal Mitte. Hi, Lea. Euer Haufen schreibt auch kein Hi, egal. Egal. Ja, die antworten immer zwischen 10 und 11 Uhr, glaube ich. Hat mir Flo mal gesagt. Klebeband. Hier. Sojabohnen. Ich brauche immer noch Karotten. Was ist denn für Kack?
Ne, zwei Erdbeeren habe ich nicht. Ich dachte mir, dass das Jahr auf sich bezieht. Naja, zwei Erdbeeren habe ich nicht. Klebeband. Ah, verdammt. Wo war ich schon? Fuchs. Erdbeeren, please. Hat wer dreimal Salzer? Ich habe ein Popikorn. Ein Apfel habe ich auch. Komm, stell was rein. Wieder in der Mitte. Denn hier Popcorn. An 11 habe ich davon, ne? Jupp. Ja. Lollis war das. Lolli, Kai und Heuer auf, ne? Im Aufschreiben. Obwohl, kann ich auch jetzt abgehen. Machen wir es jetzt eben. Ist hier irgendwas Wichtiges? Brot. Kirschmarmelade. Gehen wir die eben jetzt ab. Aber nicht Zeit dafür, den ganzen Tag Heyday zu spielen, dann ist das sehr gut. Ja, okay, Kai, dann zeige ich dir jetzt. So. Oh. Ah ja, die Farm ist das, okay. Okay, hat jetzt den Weg hier durchgemacht, auf jeden Fall. Das ist neu. Okay, die Tiere. Oh, den habe ich nur eben aufschreiben. Okay, erstmal kurz begutachten. Erstmal. Ach so, und dann sind wir nach unten zum Garten. Ja, das kenne ich auch noch. Mhm. Ja. Sieht gut aus, habe ich nichts auszusetzen. Die sieht gut aus. Also was ein bisschen komisch ist, dass die Erdbeerkerzenmaschine hier so im Urwald versteckt ist. Also jetzt nichts Schlimmes, aber wenn ich selber spielen würde, würde ich glaube ich richtig oft übersehen. Naja, also war. Sieht aber gut aus.
immer noch. Sommersalat. Ach Mann. Vorräte neigen sich, also sie gehen zum Ende. Das ist nicht traurig. Ist zum Heulen. Das Flurscheune bestimmt jetzt leer. Und Hummerkasten. Ach ja, die Hummerchen. Brauchen wir direkt Nachschub von. Hat sich Flo aber ganz schön viel ausgeliehen. Los, du Fisch. Komm an Land. Komm, 10 Klebeband. Nur wenn ich am Angeln bin. Also ich habe keine Zeit, den ganzen Tag Rede zu spielen. Weil ich viel zu viel um die Ohren an Arbeit, dann Haushalt, dann dies, dann das. Dann habe ich auch ab und zu einfach mal keine Lust, Hades zu spielen. Mach ich was anderes. Ja, einfach mal chillen. Chillen, grillen und den Kasten killen. Ist eben zu Ende angeln, dann kann ich da auch mitmachen. Ja. So, ihr netten Zieglein. Zieglein, Zieglein an der Wand. Die Kiste nicht. Wo könnte das scheiß Busch sein hier? Wo hat er den versteckt? Hier doch bestimmt, hier irgendwo hinter. Oder dahinter. Möchte die 10 Klebeband gewinnen, der Scheune. Ah, wo ist er denn? Ist er nicht hier irgendwo reingestellt? Ne, den Honigbusch hat er verschoben. Wo hat er den hingeschoben? Ja, ich hab ne. Aha.
Auf jeden Fall war es der Honigbusch da. Zack. Der Übeltäter hier. Nicht schlecht versteckt. Bin da. Trotzdem mal schnell klicken, bevor es mir einer klaut. Ich glaube, die haben es gar nicht mitgekriegt. Was willst du? Ich will Reis haben. So, Erdbeeren brauche ich jetzt aber mal. Aber ganz flott die Karotti. Also gibt es doch nicht, dass ich keine Erdbeeren finde. Jetzt können wir erstmal Schweinefutter machen. Ich habe Karotten. Hä, ich habe sowieso 50? Was, warum? Die meisten Aufgaben muss ich immer löschen. Nope. Oh, Nioi. No. Leider nicht. Ich kann meine Scheune fast wieder verbessern. Oder? Jo. Noch zwei Klebeband. Vielleicht hat der wer Bretter übrig. Ne? Lass mal fragen. Bretter. Wie sieht's denn aus hier mit dem Derby? Okay, Maria, tschüss. Pamela, tschüss. Michaela, tschüss. Ja, mit Lea denn nochmal? Ach ja, stimmt. Ja. Cool, Lolli hat Bretter übrig. Lolli ist sehr freundlich zu mir. Muss ich hier fürs nächste Mal unbedingt Landverbesserung verwahren. Dankeschön. Das ist ja ein total unfairer Tausch. Guck mal, sieh die Markierungsfehler. Oh Lolli, ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Kriegt sie jetzt direkt. Kann ich hier einfach 10 von jedem. Bleibt sie denn? Wo bleibt sie denn? Mal, sie hat Platz.
Dann kriegt Kai den Rest. Die waren aber nicht für Clash. Clash ist sowieso ein zweiter Account von allem. Das kann ich jetzt schon sagen. Das habe ich beobachtet mit zwei oder drei Spitzeln aus der Gemeinschaft. Und der hat sowieso Derby nicht geschafft. Ganz einfach. Muss damit klarkommen. So, ich brauche Karotten. Ich habe ja nichts gegen Clash, aber sowas ist schon unfair. Sowas kann ich auch nicht leiden, wenn ich anderen was geben will und das andere dann wegschnappen. Das kann ich überhaupt nicht leiden, da bin ich allergisch drauf. Wenn ich anderen was geben will und andere es wegschnappen, das kann ich sowas von nicht leiden. Jetzt Risiko oder später. Flo fragen, ob es losgeht. Das LKW-Event ist richtig geil, oder? Also das gefällt mir. Ich krieg richtig viel Erfahrung für. Ja, ich kann jetzt nichts geben, weil da der lungert noch rum. Clash hat bestimmt gedacht, es fällt uns nicht auf, dass er der zweite Account ist von irgendeinem. Aber es ist uns aufgefallen. Kartoffelbrot. Ging jetzt ein bisschen unter. Ein Holzhammer. Hat er den versteckt? Hat er den versteckt? Der kann ihn ja nicht so viel versteckt haben. Oder? Ja,
hat er bestimmt nicht versteckt. Ja, wo es könnte denn sein? Ich finde den verdammten Busch. Wo kann man den denn noch verstecken? Hinter der Scheune, wo ist die Scheune? Oder Molkerei? Wo ist die Scheune? Da. Hier hinter? Hier stehen Büsche hinter. Das sieht man da. Aber der Gesuchte nicht. Bin ich der Einzige, der sucht? Wow. Hier schon geguckt. Hier stehen auch Büsche hinter. Ich finde den nicht. Ja, wo hat er den versteckt? Ich bin immer der Meinung, dass ich unten irgendwo... Oh, wer hat den? Wo war der, ey? Bin schon betriebsblind, nennt man sowas. Betriebsblind. Ach ja. Hinter einem Baum. Links. Mhm, tolle Beschreibung. Jetzt weiß ich bestimmt, wo der Baum war. Sonnenmond. Petertörtchen machen wir jetzt erstmal. Zack. Jetzt brauche ich auch noch Federkäse für Dingsbums. Party Slut. Nein, nicht Party Laut. Party Salat. Ach, leck mich. Party Salat. Was? Welches Level war dein dritter Arc? Mein dritter Arc ist Level 40. Aber ich spiele die meine anderen Accounts nicht so oft, also nur wenn ich zu viel Langeweile hab. Wenn ich ganz ehrlich bin.
zweiter ist Level 64, mein dritter ist Level 40. Und mein vierter ist Level 15, glaube ich. Beim Gucken. Ja, 15. Das ist mein vierter Account hier. Ui. Dem geht's gut, hä? So, Farmbewertung. Also, hier oben sieht scheiße aus. Hier, da hinten sieht auch scheiße aus und sieht scheiße aus. Was für eine Scheißfarm. Dreckig bis zum geht nicht mehr. Der Eimer. Oh, Markierungs. Ah, shit, da war ich zu spät. Ich verkauf, glaube ich, jetzt gute Sachen. Müssen wir mal hier bleiben. Ah, Mann, ich wollte. Aha. Aber die verkauft nur eine Sache und scheiß drauf. Wusste es. Ihr bleibt lohnt sich. Alle Farms zu machen. Soll ich mal in einem Livestream machen? Alle vier Farms managen. Geht der Livestream aber bestimmt lange. Ja, das ist nämlich mal ein Angriff, mehr damit zu spielen. Jetzt schon die goldene Statue. Haben sie Weizen. Ein bisschen Weizen. Diese Honigwaben müssen eigentlich mal fertig sein. Ja. Sehr gut. Ist gleich schon eine Stunde Livestream, ne? Könnten wir eigentlich auch mal zum zweiten Namen gehen, oder nicht? Wenn Flo's Antwort gekommen ist. Jetzt bin ich natürlich klar, warum ich nicht spielen soll, aber ich möchte es mal von ihm hören, warum er meint, ich soll nicht spielen. Nochmal Fragezeichen machen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt schreibt. Klebeband. Yes.
Möchte ich jetzt wissen. Jetzt kreist er drumherum. Jetzt kommt er nicht mehr da raus. Er muss es jetzt einmal sagen. Ich kann doch nicht mal zwei Erdbeeren geben, ey. Wie armselig ist das? Oh Mann. Komm, dann schreiben wir es ihm. Ich weiß ja, dass er mich einholen will. Das habe ich damals auch immer gedacht. Als ich noch jünger war, da haben wir irgendwie so ein Spiel gespielt und da wollte ich um jeden Preis meinen Bruder einholen. Ne? Das war so ein Online-Rollenspiel um jeden Preis, ne? Und im Endeffekt, was habe ich davon gehabt? Am Ende hatten wir nur Streit deswegen, weil ich immer so... Ja, ich wollte immer schneller sein als er, immer besser sein, ne? Dann hat man ja irgendwie immer Streit deswegen, dann hat mein Bruder dann irgendwann aufgehört zu spielen, weil er keinen Bock mehr drauf hatte und dann, ja, dann habe ich ihn eingeholt. Was hatte ich dann davon? Nichts. Da habe ich nur das erreicht, dass mein Bruder nicht mehr gespielt hat. Nee. Das schaffe ich niemals. 500.000 Ex an einem Tag. Ich glaube, gestern habe ich so 200.000 bis 300.000 geschafft, aber mehr auch nicht. Nägel. Yes, Alter. Speck. Yes. So, Erdbeeren. Gibt es Erdbeeren hier? Klebeband. Ah, scheiße. Klebeband. Schon weg bestimmt. Jupp. Tut ja noch was rein. Braucht der denn Hilfe? Ach, ist das Schiff noch nicht? Geh mit dem denn ab. Guckt euch den an, ey. Der hat kein Schiff. Was ist das für eine? Level 61 und kein Schiff gekauft für 17.000, was das kostet. In der Gemeinschaft ist er auch nicht. Gucken wir uns mal kurz die Stadt an. Wie sieht die denn bei dem aus? Ja, hier hat er aber alles schön dekoriert, aber Hauptsache... Hauptsache hier kein Schiff. Ey, was für ein Freak, ey. Kann man denn kein Schiff haben mit Level 61? Das ist bestimmt ein zweiter Account von irgendwem, oder? Voll Häuser hat er alle. Aber 17.000 kann man doch ausgeben für ein Kackschiff. Naja. So, ich wechsle jetzt zum zweiten Account. Ja, zum dritten. Den zweiten, den dürft ihr noch nicht sehen. Der ist noch top secret. Da haben wir 81 und keine Mine. Also genauso bescheuert. So, Bolz. Wenn ich was mit meiner zweiten Farm aufsammle, das steht natürlich nicht in die Statistik rein. Nur was ich mit
diesen Namen hier mache. Und dann machen wir eben Reis. So, das mache ich mal eben. Jetzt kurz das Bild schwarz, also nicht wundern. Geht ganz fix. So. Hallo alle. Was kriegt man hier für 2,130 € Diamanten? Ja, steckst du sonst wohin? Steck es dir sonst wohin. Ich gebe dafür kein Geld aus. So, hier machen wir Käse. Bin mit dem nur am Käse machen. So im Großen und Ganzen. Ist jetzt so ungewohnt, das nicht aufzuschreiben, was man bekommt. Ich sehe es jetzt, aber ich schreibe es nicht auf. Das ist eine Art von Ungewohnheit. Mit dem hier habe ich Erdbeeren. Lolli, kommst du hier vielleicht hin? Du musst im Twitch-Chat schreiben, dann kann ich dir 2 Erdbeeren hier geben. Aber nur wenn du auf die Farm hier kommst, das weiß ich halt nicht. Zweimal Shepherd's Pie. Oh, hätte ich doch auch für irgendwo gebraucht. Da gingen auf einmal alle Lichter aus. Brauche ich Karotten dafür. Yay. Komm, holen wir uns mal 30 Karotten. Und 7 Milch, das ist auch gut. Oh. Schade. Was kann ich denn hier aufheben? Fischburger. Halskette und Diamantring. Habe ich das vielleicht? Halskette habe ich. Ich habe von jedem 3. Okay, davon habe ich 5. Okay. Ach, leck mich. Aber was haben wir denn noch hier? 2 Butterpuppen, 1 Vanilleeis habe ich bestimmt nicht. 1 Sirup, das haben wir doch bestimmt. Ja. Und dazu noch ein Weizen. Okay, das ist gleich fertig. 2 Shepherd's Pie habe ich nicht. 6 Sojabohnen ist auch gleich fertig. 2 Ziegenmilch, 2 Brombeeren, das haben wir. Okay, nochmal ein Weizen und Sirup. Dann muss ich aber Sirup nachproduzieren auf jeden Fall. Das können wir jetzt schon mal machen. Und Braunzucker. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, so nach dem Motto. Dann warten wir auf den LKW. Hier brauchen wir eine Schokotorte und eine Sojabohne. Haben wir Schokotorte? Ja, einmal. Das passt, ja, perfekt. Perfekto. Baumwollhemd und ein Fischfilet, das haben wir auch. Und 2 Käsesorten, das haben wir nicht. Okay. Was können wir verkaufen? Wir brauchen jetzt bestimmt wieder Platz. Oder? Ah, ne, doch nicht. Ja gut, dann. Ja, dann. Und würde ich sagen, mal ein Fischfilet eben aus der Fischtruhe. Oder aus dem Fischbecken, wie man auch so sagt. Ein Fischfilet. Wenn ihr wisst, was mein 4. Account für ein Account ist, dann könnte ich da auch noch hinwechseln, aber
Hiernach wechseln wir wieder zum Meister. Ja, das ist ja echt. Ich hatte mich da echt wie im einen Spiel mit meinem Bruder zerstritten. Nur weil ich den einholen wollte. Totaler Quatsch. Das ist schon lange her. Wenn wir gemeinsam gespielt hätten, hätten wir mehr davon gehabt. Fischies. Mr. Bruno ist wieder da. Hallo. Welcome back. Schreibt WB. Wir sind gerade bei der dritten Farm von mir, falls du dich wunderst, warum ich nur Level 40 bin. Ich dachte mir, machen wir mal einen Abstecher in meinen dritten Account. Meinen vierten Account habe ich auch noch nicht auf Video gezeigt. Falls ihr euch fragt, oh, den kenne ich gar nicht oder so. Ach, scheiß Schiff. Kein Nerv für so ein Kackschiff. Was willst du, Greg? So, immer noch das. Drei Karottentorten. Oh, die wollen aber auch viel haben. Also, was wäre das 30er-Paket hier? Soll ich mir immer? Alle anderen Pakete sind einfach schlechter. Nein, nicht so ein Gammelkack. Einen blauen Pulli. Haben wir. Sehr gut. Oh, ich krieg ein Paket. Achso, ja, hab ich mir gerade bestellt. Stimmt. Stell's ab. Segen, das ist gut. Neunmal Speck, das haben wir auch. Kartoffelbrot. Und dann normales Brot, denke ich, weil ich brauche das bestimmt wieder hierfür, für Hamburger und so. Jetzt habe ich schon wieder kein Brot mehr. Und zwar Ofenkartoffeln, das können wir auch machen. Ja, das können wir auch machen. Brauche ich nur zwei Pullis produzieren. Sind da drei, mache ich mal. Und noch so ein Baumwollstoff-Ding. Hier noch ein Baumwollhemd. Ah, hier doch zwei Käsetoffeln, hab ich gedeppt. Ich brauch Weizen, mach doch mal hin, ey. Das ist ja eine Frechheit. Klar. Oh, ich kann Feta Kartoffeldingsbums machen. Machen wir doch mal 1, 2, 3 und dann Sahnetorte. Ah, ich hätte Erdbeeren machen sollen. Kacke. So, wir brauchen Apfelkuchen. Eindeutig. Hier brauche ich auch einen Sirup für. Ja, mach doch. Mach doch, was du willst. Ich hätte da übrigens die LKW-Aufgabe annehmen sollen. Das war jetzt ein bisschen blöd.
Scheiße. Ich ganz vergessen, dass ich hier auch noch was hab. Ich habe nur eine Aufgabe bisher gemacht. Das war noch nicht sehr gut. Ich hoffe auch nicht mal die anderen. Wie gesagt, ich vergesse das immer, wenn ich hier drin bin mit dem Derby. Sieht es überhaupt aus? Die meisten haben sowieso null, oder nicht? Ja. Ja, ist, wie gesagt, nicht so schlimm. Dann gehen wir nochmal zur Stadt. Sirup kannst du sonst wohin stecken. Das kriegst du nicht mehr von mir. Alles klar. Ist übrigens gerade Livestream. Falls Sie sich wundern. Pension muss da geschickt werden. Oh, okay. Hi. Shepherd's Pie. Shepherd's Pie. Ich finde das immer noch so geil, wie ich hier einfach schon alles verbessert habe, ne? Das ist unglaublich, ey. Ich glaube mal wieder von meinem Bruder ein fürs Lebensmittelgeschäft. Und das war gerade ein Test. Irgendeiner hat bei uns in erster Gemeinschaft geschrieben, dass wenn man zuerst bei einer anderen Farm die Kiste einsammelt, dann kriegt man zwei Kisten. Aber ich habe gerade zuerst bei mir eingesammelt und dann beim anderen. Also das heißt, so kriegt man auch zwei Kisten. Das heißt, damit hängt das auf jeden Fall nicht zusammen. Ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber das ist jetzt nur zur Info. Oh, hier können wir verbessern, aber hier brauche ich... Ja, komm. Ja, machen wir. Ein Hammer und einmal gelbe Farbe, bitte. Da könnt ihr mir auch so viel rüber machen und einfach alles verbessern. Ich glaube, das mache ich auch mal. Manches brauche ich ja eh nicht mehr. Boah, Zuckerrohr brauche ich nicht mehr. Tomaten. Kartoffeln und Erdbeeren. Ganz wichtig. Feta-Kuchen machen. Jetzt nehmen wir die Kartoffeln für Shepherd's Pie. Ich glaub's nicht. Einfach ungerecht. Und jetzt habe ich. Achso, ich muss Eier kaufen. Wenigstens Eier. Machen wir halt kein Shepherd's Pie. Weil zweimal Fischpastete geht auch. Kirschsaft, bitte. Und Beerensaft. Müssen wir auch mal eben catchen. Catch them if you can. Okay, Himbeer brauche ich einmal. Dann machen wir noch Kirsche. Ja, und zweimal Himbeer. Zack, zack. Müssten wir alles produziert haben. Dann dauert den Sojabohnen noch 6 Minuten.
Können wir jetzt auch noch warten. Und shoppen wir derzeit so lange, weil hier finde ich sowieso immer seltenere Sachen. Das ist echt kurios. Merkt man jetzt vielleicht nicht, aber wird man gleich sehen. Muss jetzt gleich eben Heyday beenden, weil nochmal switchen kann ich nicht. Da oben Sojabohnen, das ist wichtig. Ja. Yes, kommt, kommen wir uns 50. Muss jetzt sowieso einiges einsetzen. So, hallo MaxWack13. Wir switchen dann jetzt auch direkt wieder rüber zum anderen Account. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2. Ich switche jetzt direkt wieder. Klar, Moment. Achso, ich kann ja jetzt hier eben noch die LKW-Aufgaben machen. Ein Tiere bräuchte ich noch. Wenn ich den noch in der Zeitung finden würde, wäre alles super. Alles super, alles Mist, wenn du nicht besoffen bist. Fällt mir dazu nur ein. Immer diese Sprichwörter, die man sein ganzes Leben lang aufsaugt irgendwo. Schon mysteriös und erschreckend. Da sind die beiden. MaxWack13 ist MW. MW 2.0 ist auch hier in der Gemeinschaft, soweit ich weiß, oder? MW, du bist hier auch drin. Da bin ich mir aber sicher. MW 2.0 oder so. Oder? Wer war denn hier 2.0? Hieß so irgendeiner 2.0? Hä, ist der, bist du rausgegangen, MW? MW war auf jeden Fall in der zweiten, da bin ich mir sicher. Hier ist irgendeiner doch, ich bin mir hundertprozentig sicher, MW 2.0. Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Er sagt nein, dann nicht. Aber da liegt trotzdem irgendeiner 2.0. Oder ich werde so langsam von den ganzen Namen bescheuert im Kopf. Kann mir schon nichts mehr merken. Hätte echt schon viele, die bei uns in der Gemeinschaft waren. Und es werden auch noch viele kommen. Vor allem, wenn auch die dritte aufkommt, dann werde ich total durcheinander. Die dritte Farm wird übrigens mein zweiter Name aufmachen, der Level 64er. Ja! Seht ihr, mit dem Namen habe ich einfach mein Glück. Hier finde ich alles. Elida hieß mal so. Ne, ich meine, die hieß Elida 2. Wie sie jetzt auch noch heißt. Ja, Elida 2, so hieß sie auch. Aber hier war doch... Ich bin mir eigentlich sicher, dass MW so hieß, aber naja, er sagt nein, damit es so stimmt. Vielleicht ist er mit dem 2.0 ja rausgegangen. Nö. Wie viel hatte mein Bruder? Mein Bruder ist der Beste im Derby. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir doch so. Das Gen bleibt in der Familie. Also 2 Minuten 30 können wir jetzt auch noch eben shoppen hier und dann können wir immer noch switchen. 6-mal Ziegenfutter, das können wir uns holen. Nee. Oh. Sehr gut. Oh, Speck und Ei wollte ich mir auch mal am besten. Am besten direkt mitnehmen. Was man hat, das hat man. So, neues Buch, neues Glück. Los, ich möchte Erdbeeren haben. Butter ist auch gut. Ja,
Yes, sir. Ich muss hier mit diesem Namen hier die ganze Zeit shoppen immer. Nichts los hier in der Butze. Black Devil braucht Hilfe. Na gut, ein Devil helfe ich nicht. So ein Freak. Oh, Rita braucht Hilfe. Dann helfen wir ihm mal. Und Sam. Ja, aber diesen Federkuchen, den brauche ich noch. Tut mir leid, Sam. Das ist das Letzte. Nee, er braucht noch Kirschmarmelade. Ja, dann warte ich noch. Tut mir leid, aber ich brauche diesen Feta-Kuchen noch. Das wäre nämlich mein letzter. Ein Buch warten wir auf jeden Fall noch ab. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas richtig Geiles. Zum Beispiel Erdbeeren. Erdbeeren ist für mich schon so eine Rarität. Hast du noch mehr, Fommi? Hier ist auch nur Kacke drin, wenn man so ganz langsam mal durchguckt. Was sind immer die Leute, die seinen Briefkasten nicht aufräumen können, ey. Guckt euch das mal an hier. Kann man doch mal einmal am Tag mindestens reingucken. Verwest doch schon der Briefkasten. Ah, verdammt. Da gibt es auf jeden Fall Erdbeeren. Brett ist egal, Erdbeeren. Ja. Soll jetzt keiner die Erdbeeren kaufen. Brauche ich für meinen anderen Namen. So, und dann switchen wir wieder. Kleinen Moment mal eben. Ich muss das Spiel nämlich beenden, denke ich mal. Oder? Ja. Ich beende es mal eben kurz, aber geht ja ganz fix. Jetzt habe ich mich zwar nicht verabschiedet, aber ist ja nicht schlimm. Da sind wir wieder und es sind wieder LKW-Aufgaben vorhanden. Eine 40 Orangenmarmelade. Ne, normale Marmelade heißt die, ne? Ja, ist einfach nur Marmelade. Sowas von Scheißname. Ihr könnt ja. Achso, ich muss eben Dingsbums kaufen. Das ist weg. Die Erdbeeren. Ich habe Erdbeeren. Oh, MW ist auch hier on. Lolli, ich habe zwei Erdbeeren. Weg damit, hier müssen wir Bienenwachs produzieren, das habe ich schon gesehen. Ich hoffe mal, ist fertig die Kacke. Nein. Oh, habe ich die noch nicht gemacht? Ist ja wohl eine Höhe. Wie kann ich denn die schönen Tierchen nicht bedienen? Ein Bolzen. Bolzen, Axtbrett, Holzhammer. Eine Säge.
Sägeachsschraube. Axtschraube. Zwei Sägen Axtschraube. Zwei Sägen Axtschraube Klebeband. Zwei Sägen Axt Schraube Klebeband. Jupp. Entweder als Facebook-Freund kannst mich adden oder ja, oder dieses Play-Dings, Play-Freund oder Play-Spiele-Freund oder Gemeinschaft. Ja, ist noch Livestream, muss ich auch noch schreiben. Und ja, Kai, komm. Kehr, viel los hier. Ich bin schon wieder im Arbeitsmodus. Ich freue mich schon richtig auf Ende des Jahres, wenn die Statistik fertig ist. Bin mal gespannt, ob einer es richtig errät. Da wird ja ein kleines Gewinnspiel rausgemacht. Ein Holzschindel. Boah, ich kann nicht alles beantworten, sorry. Ich muss jetzt eben Kai die Sachen geben. Ich muss jetzt eben die Sachen geben. Das ist gerade ein bisschen too much for me. Too much work. Ich bin ein Mann. Multitasking nicht so gut. Das sind meine letzten Vorräte. Ah, Stechen. Ich bin ein Stechen in der Brust. Das habe ich ja öfters letzte Zeit. Ah, dieser scheiß Schrank. Ohne Witz, irgendwann bringe ich den um. Mache ich den einfach kaputt und schmeiß den aus dem Fenster. Wie oft habe ich mir jetzt schon meinen verdammten Arm verdammt nochmal häufig an diesem scheiß Schrank gestoßen. Ah. Immer auf den Musikknochen. Und immer gleiche Stelle, immer gleicher Arm. Ist das nicht ätzend? Könnte ja auch ein weicher Schrank sein, dann wird es ja nicht so wehtun. Ich glaube, ich baue mir da ein Kissen dran. Hau ich immer gegen das Kissen. Ich glaube, das mache ich. Einfach ein Kissen dran bohren. Playfreund weiß ich selber nicht. Mach einfach Facebook. Was, wie heißt die? Playfreund weiß ich selber nicht. Was meinte Lissy jetzt? Dann haben wir das auch alles abgefrühstückt. 222, Salsa, Bienenwachs, haben wir gleich drin irgendwann. Gnocchi, habe ich Butter. Ein anderer Name hat Butter.
Habe ich auch gemacht. Ja gut, ich habe einen direkt für meinen ganzen YouTube-Account gemacht, aber der war dann auch für Heyday gedacht. Ausverkauft bei Kai. Anwesend. Also mal klicken wie Weltmeister. Ich habe extra schon Platz gemacht hier für sowas. Ich finde das cool, dass fast jedem Livestream ein Ausverkauf ist. Dieser Livestream geht wahrscheinlich schon wieder 2 Stunden gleich. Okay, in einer halben Stunde, ne? Ja, in einer halben Stunde geht das, 2 Stunden. Naja, mal sehen. Geht da auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich werde mir alles ergattern hier, was in dem Verkauf kommt. Ich brauche nämlich Rohstoffe für den Kack-LKW. Nein! Glück gehabt. Es gibt Äxte nur im Tausch gegen Segen. Ich muss hier mal eben aufpassen, irgendwie. Ich kann den gerade nicht antworten. Ich brauche nämlich Segen und die tausche ich nur dann gegen Äxte. Macht er nur in diese beiden Fächer, das ist gut zu wissen. Ich krall mir alles. Ich brauche sowieso Bretter. Oh, Kai macht mich schon wieder fertig. Ich kriege wieder einen Krampf von ihm, ich merke das schon. Ich habe noch 300 Plätze, Kai. Bis du die voll hast, ich glaube, die kriegst du nicht voll das Mal. Sonst ballert er immer meine Scheune voll, aber das Mal kriegt er sie nicht voll. Ich klicke wie Weltmeister. Ah, oh, mein Finger. Und 14 Segen, okay, das machen wir. Muss ich eben aber hier fertig machen. Kai hätte mir sofort einfach alles geben können. Ich räume alles ab hier. Meine Finger. Ich muss durchhalten. Durchhalten. Wie bei der Formel 1, wenn man das spielt. Muss man auch immer X drücken zum Fahren damals. Oder heute sind immer noch so. Oh gut, heute gibt es das Lenkräder. Muss man einfach durchhalten und durchziehen. Scheiß auf den Krampf. Erfahrt man nachher gute Rohstoffe. Die Taste fliegt gleich ab. Da wollte er mich austricksen. Schreibe ich dir sofort. Ich heiße Soroma B und Soroma BE. Also ich habe 2 Facebook-Accounts. Mit dem. Hat keiner eine Chance, ich sag's euch. Achso, die zweite Gemeinschaft. Ja, ich schreib sofort. Ich muss hier eben den Ausverkauf durchhalten. Die zweite Gemeinschaft heißt Bäcker 042.
Oh, Karl, du machst mich fertig. Ich muss durchhalten. Ich muss durchhalten. Ich muss durchhalten. Ja. Es lohnt sich doch immer wieder. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe Kaiser, glaube ich, schon 60.000 Münzen gegeben. Dafür habe ich gute Rohstoffe bekommen. Wer kauft so schnell die ganzen Sachen? Oh, Kacke. Ich habe nicht alles bekommen. Alles aus dem Baumwollstoff. Man kauft zu schnell die ganzen Sachen. Das muss ich halt anstrengen, Tobi. Das ist ein Battle um die ganzen Sachen. Ich habe gleich nur noch 100, ich habe nur noch 100 Plätze jetzt fast. Am Anfang hatte ich 250 ungefähr. Also Sack, das war unfair. Kai, das war unfair. Wollte mich austricksen. Aber nicht mit mir. Jetzt will er mich austricksen, aber das schafft er nicht. Er weiß ja nicht, wo ich klicke. Schaf oder brauche ich nicht. Tja, Kai, wo klicke ich wohl? Soroma B und Soroma BE. Einfach nach vorne gepackt. Oh, meine Hand, ey. Oh. Oh, meine Hand. Ich trotzdem alles. Ja, ich habe ja die Segen bekommen. Ach so, ah nee, Quatsch. Weiß ja MW. Ja, gegen 12 Segen geht auch. Normal mache ich nur 1:1, aber das ist meistens eine Ausnahme. Eine Halskette. Oha, Kai kriegt glaube ich doch noch mal eine Scheune voll, wenn das so weitergeht. Ah!
Ich habe alles bekommen, außer zwei Baumwollstoffe. Was, warum soll ich jetzt kommen? Ah, cool. Warum soll ich jetzt... Achso. Holzschindel. Kartenteile gibt's hier. Aber die brauche ich nicht. Oh, meine Hand. Alter. Oh, hört ihr das? Knacken. Das ist nach einem Heyday-Ausverkauf. Noch ein Verkauf, das hält meine Scheune nicht durch. Leute. Kontenance behalten, bitte. Meine Scheune braucht erst wieder ein bisschen Luft. Ach, Kacke. Ah, meine Hand braucht auch eine Pause. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen was bekommen hier. Ja, Lolli, ich nehme dich gleich an. Kannst mir auch schreiben über Facebook. Oh, da sind drei weiter drin. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, dass sie vorne sind. Noch 20 Plätze. Oh, oh, oh. Ach ja. Scheiße, weil ich getrunken habe. Immer meine Ordnung behalten, alles, was ich nicht brauche, nach hinten schmeißen. Ah! Wir müssen uns mehr konzentrieren, wir müssen was Gutes abstauben. Wow. Das sind immer die fiesesten, die dann einfach irgendwo was noch hin tun. MW, wir machen das sofort. Boah, das geht doch gar nicht. Wo? Alter. Ne, da habe ich keine Schnitte. Da muss ich aufgeben. Das hält meine Hand nicht durch. Mit so einer Geschwindigkeit. Machen MW und ich jetzt den Tausch. Meine Scheune ist voll. Das war eine Überraschung. Ach, Scheiße. Hinten. Auf nach MW.
Wir brauchen MW ja die Äxte, ja, stimmt. Also Kai macht mich immer fertig mit seinen Ausverkäufen. Kai war so schnell. Natürlich will ich noch Segen haben. Ich brauche Segen. Hä? Kein Ziegenkäse? Segen? Sieht aus wie Segen? Mach geil Silo ausverkauft. Ich verstehe nicht, was MW da gerade macht. Ich dachte, ich bekomme Segen. Natürlich muss ich eben Platz machen. Die Erdbeermarmelade. Die scheinen richtig häufig zu gehen. Boah. Ja, passt schon, MW. Das ist gut so. Ja. Das war wichtig. Ich habe keinen Platz mehr in der Scheune. Help me. Schnell nach MW zurück. Oh. Da ist er. Warte, ich muss eben gucken, ob ich Platz machen. Ja, Platz genug. Ja, die können ruhig teuer, MW. Das schreibe ich dir auch sofort. Yep. Ja, Button Smashing. Zip. Ich brauche auch noch Erdbeeren. Immer noch. Ey, wer hat die Segen gekauft? Zwei Sägen, die will ich wieder haben. Woher weiß Kai das denn?
Kai hat einfach geraten. Ja, Olli war das. Hinten, vorne, mittig. Ich hab alles im Blick. Ah, mittig, okay. Sowas meine ich zum Beispiel, sowas. So, jetzt den Satz zu Ende hören. Sowas kann ich nicht leiden. Aber wenn man es dann wieder zurückgibt, ist alles okay. Wenn man es aus Versehen gemacht hat. Aber ist ja alles in Ordnung. Lässt sich jetzt mal wiedergeben. Alles gut. Aber das, was eben der eine Typ gemacht hat, den Namen, den ich nicht mehr nennen möchte, das war unter aller Sau. Was drin? Achso, Erdbeeren. Cool. Tobi fragt ihn immer, brauchst du nichts für LKW, weil er alles abgibt. Bienenwachs wollte ich produzieren. Produzieren die Erdbeeren. Ah ne. Bienenwachs meine ich. Okay, dann hätten wir das abgeschlossen. Das haben wir auch fast. So, B habe ich drin. Gnocchi kann weg. Sommersalat habe ich auch drin. So, B ist sogar fertig. Sojabohnen oder Sojasauce? Okay, Bohnen. Sojasauce wäre mir lieber gewesen. 10 Kaffeebohnen und du? 170 extra, okay. Dann entscheide ich mich natürlich für die 10 Kaffeebohnen. Massenbüsche killen. Ach komm schon. Und nochmal Salsa. Der Salat ist drin. Oh, ich habe jetzt 20 mal Feta Dings. Habe ich irgendwie bekommen. Da bedanke ich mich nochmal sehr, sehr herzlich. Schon Vorrat ist jetzt auch wieder gefüllt. Dass die für dich sind, was? Komisches Deutsch. Eistee. Kann man den Eistee noch machen? Was ist das für hier, ne? Ja. Okay, können wir abgeben, was können wir abgeben? Also Kaffeebohnen wolltest du haben. Na sicher. Was? Alles in Ordnung.
Boah, 6784, Alter. Ich hatte sogar einen mit 12.000 schon mal. Dann habe ich sogar... Ich weiß gar nicht, ob ich schon gepostet habe bei Instagram. Ich glaube, ich habe es noch nicht gepostet. War auch heftig. Eisenwagen habe ich leider nicht. Wir sollen ja gleich fragen, ob die eine hat. Ist gerade bestimmt nicht on. Und gleich eben rüberrennen. Was? Was? Wie wenn Hyrule nicht, dann ich, hä? Achso, ja gut, Kai, dir gebe ich ein. Achso, wenn Hyrule nicht, dann ich. Achso, die 10 Eisenbarren. Ah, okay, ja, ja. So ich's verstanden. Jetzt habe ich's kapiert. Holzschindel, Holzhammer, Backstein. Noch ein Holzhammer. Kai's off. Ne, keine Leute für mich. Fami, wenn du dich nicht umbenennst, schmeiß ich dich raus. Ich sag's dir. Umbenennen ist Kacke. Wenn sich jeder umbenennen würde, dann würde ein reines Chaos hier herrschen. Ja gut, eine Farm löschen geht nicht. Die Farm ist dann trotzdem noch da, nur halt mit nichts verknüpft.
Nee, läuft noch. Käse, den brauche ich leider noch. Lolly und Lissy, die sind im ganzen Leichen dabei gewesen. Schokolade. Aber wo hätte ich eigentlich auch drin lassen können? Ich habe ja welche in Produktion. Cool. So, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal off. Livestream ist zu Ende jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Livestream gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Das wird nämlich Freitag sein. Freitag ist der nächste Livestream. Okay, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.